Ich begrüße euch zu diesem Szenario hier aus dem Karlsruher Kopf von der Strecke Rhein-Ruhr. Ein Szenario vom guten Tom Fresco. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wir schließen die Türen. So, wir sind nämlich unterwegs in Trilackierung. Auch hier mit diesen sehr, sehr schönen Repaints. Sind ganz gut gemacht, passen farblich ganz gut und natürlich mit der Baureihe 110, die heute im Schubbetrieb hier unterwegs ist. Auch das ist wirklich ein hübsches, hübsches Repaint. Und wir hier im Steuerwagen. Mal gucken, ob wir noch irgendwie ein Zugziel passend einstellen können. Nicht einsteigen. Nordenham, Bremen, Hannover, Oldenburg, Hude, Delmenhorst. Ja, vermutlich gibt es irgendwie nichts im Sinne von, ja. Ja, dann lassen wir es einfach aus, würde ich behaupten. So, dann lassen wir das und. Und auf geht's. Im Steuerwagen, nächster Halt ist Mülheim. Sifa ist, weiß ich gar nicht, ob die Sifa an ist, ehrlich gesagt. Was ist das hier? Batteriesteuerschalter. Nee, Sifa geht hier an. Ja. So, wir befreien uns. Sind unterwegs auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Und müssen dieses Signal bestätigen, weil wir halt zu erwarten haben und wir bremsen rein. Ich müsste ein 500-Hertz-Magnet kommen. Da werden wir überholt vom Intercity. Vielleicht haben wir wegen dem ein rotes Signal. Also mal wieder ordentlich KI-Verkehr unterwegs. Man kennt es, die Szenarien vom lieben Tom. Zugsammelschiene ist an, hervorragend. Ich glaube, die Lichter in den Wagen sind noch aus. Müssen wir gleich noch anmachen. Ach, ganz, ganz herrlich, der Steuerwagen. Ich glaube, wir müssen. Ne, wir müssen nicht mal hier anhalten. Gut, dann fahren wir einfach ganz entspannt auf das Signal zu. Und warten, bis der Intercity den Block vor uns freigegeben hat. Übrigens ein Szenario, das ziemlich stark an die Realität angelehnt ist. Ah, sehr gut. Wir haben freie Fahrt, aber der 500er ist an.
Ein Szenario, das sehr stark an die Realität angelehnt ist, durchaus der Tri-Ersatzverkehr im Jahre 2022, hier auf genau dieser Strecke in Realität, mit Fahrzeugen, die passend hier hinein integriert worden sind. Das bestätigen wir und gehen jetzt hoch und befreien uns. Jawohl. Halten dann einem Kilometer an, Mülheim im Hauptbahnhof. Die Fahrstufen ablaufen lassen. Jawohl. So. Und bremsen. Da ist der Intercity schon wieder. Der fährt gerade ab. Der ganze Zug ist am Bahnsteig. Wir können anhalten. Turn off. Und da steht er. Finde ich sehr, sehr schön. Verrückt, dass sowas mittlerweile im TSV auch möglich ist, ne? So, der Schaffner hat gepfiffen. Türen zu. Ah ne, der Schaffner hat zu früh gepfiffen. Machen wir die Tür wieder auf. Aber wir können in der Zeit mal das Licht in den Wagen anmachen. Und zwar ist der Schaltkasten. Ja, ich höre eine 422, ja. Wo ist denn der Schaltkasten? Das war jetzt vielleicht unser Schaffner. Dann einmal die Tür zu. Rams. Gehen wir mal hier rein. Und wieder macht's Rums. Tür zu. Und schließen die Türen. Jawohl. Bremse lösen. Und geht's. Na? Sehr schön. Und da kam noch ein IC1 entgegen. Herrlich. So, Essen von Horsten, da halten wir wieder. Also mal die Fahrstufen reinknallen. Wieso hat das alles gerade aufgeleuchtet? Weiß ich nicht.
So, Soundmod ist übrigens am Start für die N-Wagen. Daher klingt das auch so geil. Das war die SIFA. Zielmarkierung da weg haben. Ich habe das auch schon gefühlt tausendmal gemacht. Das müsste hier bei Hard und Gameplay sein. Haltemarkierung immer aus. Zielmarkierung immer aus. Ja. Ich glaube, das passt. Ja. So. So schön. Falls sich jemand übrigens fragt, was hier los ist mit der Anzeige hier, das liegt an der Mod, dass hier praktisch die TSW3-Beleuchtung in TSW2-Strecken drin ist, im TSW3. Und entsprechend dann mal hier diese Anzeigen, die selbst in irgendeiner Form Licht emittieren, jetzt viel zu dunkel sind, aus technischen Gründen. Liegt an der Mod, ist halt so, aber finde ich, ist ein notwendiges Übel. Das stört mich jetzt nicht so. So, Türen können geschlossen werden. Rums. Bremsen lösen. Und auf geht's.
120. Und die 110 hinten dran. Von Tri. Train Rental International oder so. Wir hatten in Essen West. Können wir jetzt auch schon wieder die Fahrstufen ablaufen lassen. Da kommt noch eine S-Bahn entgegen. Hervorragend. Und wir bremsen. Und da kommt noch ein Regionalexpress. Jawohl. Na, so, das gefällt mir, das Bild. Alt trifft neu. Wäre doch mal ein guter Titel für die Folge, oder? Alt trifft neu. Signal ist grün. Wir dürfen den Türschließbefehl jetzt gleich geben. Und zwar jetzt. Türen sind zu. Bremsen lösen. Bremsen sind gelöst. Der Bremszylinder ist 0 bar, das heißt also, auf geht's. Immer schön darauf achten, nicht an das Oberstromlimit zu kommen. Und dann halten wir jetzt gleich in Essen am Bahnhof, da dürfen wir mit 120 reinfahren. Was ist das? Dimmerinstrumentenbeleuchtung. Interessant. Da kommt noch ein ICE vorbei. Sehr schön. Ankündigung auf 110. Ach, der ICE steht. Okay. Und Essen Hauptbahnhof. Vor uns. Da ist er auch schon, Fahrstufen ab. 422 in Doppeltraktion. Vermutlich die S1. Und im Bahnhof Intercity, Intercity, Regionalexpress, S-Bahn. Ordentlich. Was los? Wir fahren ein auf Gleis 11. Das hier. Der Bahnsteig ist lang. Wir müssen also nicht so früh bremsen. Und können jetzt.
kurz reinbremsen. Da stehen wir. Da noch eine 101 in Sandwich-Traktion, weil es leider nach wie vor keinen 101er, keinen Intercity-Steuerwagen gibt. Zumindest noch. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Was ist das hier eigentlich? Der Notausschalter. Ah. Okay, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Und die Türen können wir jetzt schließen. Und abfahren, dann halten wir in Essen stehen. Ich glaube, das ist auch der letzte Halt. Oder fahren wir noch bis Stielebrust? Oh, Moment. So, jetzt. Wir sollten natürlich nicht gegen eine noch angezogene Bremse anfahren. Wir fahren bis Stele Ost. Okay. Das Szenario ist übrigens auch spielbar auf der Konsole. Auch mit diesen Repaints. Die Repaints gibt es im Creators Club. Das Szenario auch. Das heißt also, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr da das gerne auch nachspielen. Und wir fahren geradeaus weiter. Hier geht es dann runter, da fährt die S6 lang. Die fährt dann runter, so in Richtung Essen-Werden. Kettwig und so weiter und so fort. Und irgendwann kommt die in Düsseldorf an und von da aus geht es dann weiter nach Köln. Köln-Nippes, glaube ich. Wir dürfen fahren, wir dürfen 80 fahren. So, 80 haben wir auf dem Tacho. Da kommt eine S-Bahn. Nach rechts nochmal. Vorsignal ist grün. Ah, wir dürfen 120 fahren. Wir müssen aber gleich auch schon halten. Gerade Berge runter, das heißt, wir werden eh schneller. Das ist aber eine ordentliche Steigung. Ne? Sieht schon fast aus wie ein Transportfieber. So, und reinbremsen.
Da ist auch schon ist Stille mit dem Gegenzug. Sehr schön. So, bisschen zu schnell. Ordentlich reinbremsen. Passt. Tune auf. Ja, es sind Stele. Naja. Das sieht dann Realität. Also es ist angelehnt an die Realität. Ich kann es erkennen. Aber es sieht dann doch sehr anders aus. Ich glaube, hier ist in Realität ein Saturn. Und hier geht es, glaube ich, etwas mehr so den Berg rauf. Das müsste ja etwas höher sein vom Terrain. Hier fährt auch übrigens eine Straßenbahn in Realität auf der Straße. So. Türen zu. Bremse. Ist gelöst. Also Fahrstufen rein. Und zu unserem letzten Halt Essen Stele Ost weiter. So, halt zu erwarten. Natürlich bestätigt. Und da vorne ist auch schon der Bahnhof. Und dort endet auch unsere Fahrt heute. So, da ist auch schon ein haltzeigendes Signal. Oh. Nicht, dass uns ein 500-Hertz-Magnet abschießt. Und wir halten. So, dann würde ich sagen, mit diesem wundervollen Bild verabschiede ich mich von euch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Tschüssi!